Männer, Sie sind es, die die hohe Kunst des Brauens beherrschen. So scheint es zumindest. Allein in der Bierregion Innviertel sind 10 Brauereien und alle Brauer sind männlich. Das war aber nicht immer so. In früheren Zeiten waren Frauen fürs Bierbrauen zuständig. Es hat jeder Haushalt hat sein eigenes Bier braut. Ich glaube nicht, dass ich wissen möchte, wie es geschmeckt hat. Es ist sicher anders gewesen. Mit Spontangärung, man hat keine Reinzuchthefe kennt. Das ist einfach so gemacht worden. Es ist viel mit Kräutern gewürzt worden, ohne Hopfen. Und maßgeblich beteiligt, was ich mal ein bisschen nachgelesen habe, dass wir Hopfen im Bier haben, war die Hildegard von Bingen. Und seither, glaube ich, schmeckt halt das Bier in die Richtung, wie man es jetzt Hildegard von Bingen war eine Ordensschwester. Sie hat Bier als Heiltrunk eingesetzt. Und diesen Heiltrunk kennt man im Innviertel besonders gut. Das Innviertel widmet seinem Lieblingsgetränk einen ganzen Monat. Denn vor 100 Jahren und mehr gab es keine Möglichkeit, Bier zu kühlen. Und im Sommer war daher die Bierproduktion, das Bierbrauen nicht möglich. Und daher wurde im März das Bier eingebraut. Und da war noch das Eis in den Kellern und auch dann über den Sommer über gelagert. Und daher ist eigentlich der März vor 100 Jahren und mehr die Saison gewesen oder der Monat gewesen, in dem Bier gebraut wurde, weil es nachher nicht mehr möglich war. Dass ausgerechnet während der Fastenzeit der Hopfensaft gefeiert wird, nicht weiter schlimm, denn Bier bricht das Fasten nicht. Das Fastenbier, das haben sie einmal, glaube ich, nach Rom geschickt zum Papst, ob man das in der Fastenzeit trinken darf. Und das haben sie dann recht stark eingebraut. Und das war ja dann doch eine längere Zeit am Weg. Und wie das dann angekommen ist in Rom, hat das auch nicht mehr so gut geschmeckt. Und dann haben sie gesagt, naja, das Bier, das kann man auch in der Fastenzeit trinken. Und das sagt so die Geschichte. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig wiedergegeben. Und ja, es gibt bei uns auch einige Fastenbiere. Also Flüssiges bricht das Fasten nicht. Also das heißt, man kann das jederzeit trinken. Vor allem im Biermärz, wenn das Innviertel den Hopfensaft feiert. Auch wir von LT1 feiern das Bier. Am Samstag, den 11. März ab 18 Uhr gibt's die Bierverkostung live im TV. Nur bei uns. Und alle Details zum Programm des Biermärzes gibt's online.